und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. In diesem Video beschäftigen wir uns mit der Prozentrechnung. Wir schauen uns den Dreisatz an und heute wollen wir den Grundwert berechnen. Ich habe wieder ein paar Aufgaben mitgebracht, die gehen wir zusammen durch. Also, wir wissen, dass 5% sind, was nehmen wir, 40 Euro. Okay, dieses Mal kennen wir also den Grundwert nicht, der ist gesucht und deswegen bauen wir unseren Dreisatz jetzt genau andersrum auf. Bisher sind wir immer mit dem Grundwert angefangen, also mit 100% ist. Und wenn wir den Grundwert suchen, dann machen wir es andersrum. So, und dann geht's los. Wir fangen an mit 5% entspricht 40 Euro. Steht da ja. Und jetzt gehen wir, so wie sonst auch immer, auf 1%. Dieses Mal müssen wir aber hier nur geteilt durch 5 rechnen, weil 5 geteilt durch 5 ist 1. Und wenn wir hier geteilt durch 5 rechnen, dann müssen wir das hier auch machen. Also 40 geteilt durch 5 sind 8 Euro. Okay, und jetzt ist es genauso wie gerade eben. Wenn wir wissen, was 1% ist, naja, dann ist ja zu wissen, was 100% ist, auch ganz einfach. Wir rechnen nämlich dann hier einfach mal 100. Und das machen wir hier auch. Und 800 mal 100 ist dann die 8 mit 2 Nullen, also 800 Euro. Und dann sind wir schon fertig. Ihr seht, den Grundwert zu berechnen, das ist eine ganz einfache Kiste. Nächstes Beispiel. Dieses Mal wissen wir, dass 7% sind 42 Euro. Alles klar. Und wir eröffnen. Nur das, was wir wissen. Mehr können wir ja nicht aufschreiben. Also 7% entspricht so 42 Euro. Jetzt gehen wir auf 1%. Das bedeutet, wir rechnen hier geteilt durch 7 und hier eben auch geteilt durch 7. 42 geteilt durch 7, kleines 1 mal 1, 6 Euro, weil 6 mal 7 42 ist. Okay, und jetzt könnt ihr es euch schon denken, jetzt wollen wir natürlich wissen, was 100% sind, denn das ist ja der Grundwert. Also auf dieser Seite mal 100 und das machen wir hier auch. Und 600 mal 100, das ist die 6 mit den 2 Nullen dran. 600 Euro. Und schon sind wir fertig. Okay, ihr seht, das kann man gut schaffen. Nächstes Beispiel. So, dieses Mal 15% sind 45 Tonnen. Nehmen wir mal was anderes. Okay, mehr wissen wir nicht, also eröffnen wir auch so. 15% entspricht 45 Tonnen. Alles klar. Also runterbrechen auf 1%. Das heißt, wir rechnen auf dieser Seite geteilt durch 15 und dann machen wir das auf dieser Seite auch. Okay, wie oft passt die 15 in die 45? Dreimal, also 3 Tonnen. Okay, jetzt wissen wir, dass 1% 3 Tonnen ist. Dann ist es ja ganz einfach zu wissen, was 100% sind. Das heißt, wir rechnen auf dieser Seite mal 100 und hier machen wir das auch. Und 3 mal 100, das sind dann eben 300 Tonnen. Und schon sind wir wieder fertig. Zweimal unterstreichen, geschafft. Eine letzte Aufgabe. So, eine letzte Aufgabe zum Schluss. 60% sind 300 Euro. Und wieder bauen wir den Dreisatz auf. Erstmal, was wir wissen. Und wir wissen, 60% entspricht 300 Euro. Nun auf 1%. Alles klar. Das heißt, auf dieser Seite geteilt durch 60 und hier auch geteilt durch 60. Wenn ihr Probleme habt, große Zahlen zu dividieren, dann denkt ihr euch jeweils eine 0 weg. Und dann steht da 30 geteilt durch 6. Und das sind 5. Okay, 5 Euro. Haben wir das auch geschafft? Und dann jetzt hoch auf 100%. Also 100%.
Und wenn wir dann auf dieser Seite mal 100 rechnen, dann rechnen wir auf dieser Seite auch 100. 5 mal 100 sind 500 Euro. Dann haben wir das Ergebnis. Zweimal unterstreichen. Und ihr seht, das ist gar nicht so schwierig. So, jetzt haben wir ein paar Mal gemeinsam den Grundwert berechnet. Und ich denke, ihr könnt das ganz gut. In den nächsten Videos schauen wir uns jetzt die Formel zur Prozentrechnung an. Okay, das war's.